Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen falschen Sonntag wünsche ich dir. Wir haben heute einen keltischen Mondtag und das passt ganz gut zum Mond im Stier. Und der wird morgen ebenfalls im Stier sein. Und morgen haben wir die Opposition zwischen Merkur und Neptun. Ein äußerst interessanter Aspekt, weil er für den vollen Zeitraum bis zur nächsten Wiederbegegnung von Merkur und Neptun gelten wird, wenn der Merkur am 8. März 2024 den Neptun wieder erreicht hat. Warum ist dieser Aspekt die volle Dauer gültig? Weil wir hier mit Saturn am Aszendenten einen Faktor haben, der hier diese ganze Laufzeit uns begleiten wird. Es wird in erster Linie natürlich die saturnale Kraft gültig sein für die nächsten ungefähr 5 Monate und eine Woche, kann man sagen. Und Saturn bedeutet immer Einschränkung, Bescheidenheit, Kälte. Ja? Kälte ist ein sehr interessantes Stichwort. Wir werden dann natürlich auch erfahren, dass es dieses Mal wirklich einen echten Winter geben wird. Ja? Also, das heißt, hier wird der Faktor Kälte auf jeden Fall eine Rolle spielen. Wir erkennen aber sofort, dass Saturn, der für mich in diesem Horoskop der bedeutendste Faktor ist, eindeutig wesentlich wichtiger als der Aspekt Merkur-Neptun, dass Saturn als Herrscher des 11. Hauses für die Europäische Union steht. Und hier ist es eine Quelle von Problemen, weil Saturn steht eben nicht für die einfachsten Dinge. Ja, und wir haben nicht nur das 11. Haus von Saturn beherrscht, sondern auch die Spitze des 12. Hauses befindet sich im Steinbock. Das bedeutet, wir haben die Faktoren Europäische Union und Orientierungslosigkeit, Ratlosigkeit, aber wir müssen auch den Faktor der Manipulation, der Machenschaften, der unsauberen Geschäfte mit einbeziehen. Wir sehen auch gleichzeitig Pluto als Herrscher des 8. Hauses an der Spitze des 12. Hauses. Das ist eine starke Botschaft, die mir bedeutet, das Sterben der Lügen, ja? Das Ende der Lügen, das ist eine, würde ich sagen, sehr massive Aussage. Sehr massive Aussage. Und wir sehen auch noch Pholus mit ungefähr 6 Grad Capricorn. Ich schaue nochmal, ob er direktläufig ist. Moment, es kann sich nur um Stunden handeln. Ja, Pholus ist hier, wir sehen, das R ist hier weg. Pholus ist wieder direktläufig. Und auf 6 Grad am Aszendenten, naja, was zeigt uns da? Ich kann euch das hier gerne zeigen. Frank Felber, und zwar schreibt er hier über Pholus. Ja, passt sehr gut, ja. Unerwartete, schicksalsträchtige Taten, die meist weitreichende und katastrophale Folgen haben, werden ans Tageslicht gebracht. Ja? Befreiung aus überlebten Umständen um eine innere Wandlung und, ja, also Transformation, Haltung. Gefällt mir nicht das Wort, eine Transformation zu bewirken. Also das ist schon mal eine nette Zusatzinformation, die uns hier Pholus an der Spitze des 11. Hauses aufzeigt. Die Kentauren bringe ich halt in erster Linie gerne, wenn sie an Häuserspitzen stehen, logisch. Also dieses Horoskop, das ist schon mal etwas sehr, sehr Massives. Und wir sehen natürlich auch, dass Saturn in den Fischen als Herrscher des 12. Hauses, im Spiegelpunkt zu Pluto dann noch, ja, an der Spitze des 12. Hauses, dass der uns sehr viele Unklarheiten bringen wird. Weil der Aszendent Fische alleine bereitet uns ja schon bereits großes Kopfzerbrechen, Ratlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Und das wird bis in den März hinein anhalten, dieses kleine Horoskop von Merkur Neptun-Opposition. Schauen wir uns einmal den Merkur
und den Neptun an. Wer sind die beiden? Was bewirkt dieser Aspekt? Und was heißt es auf der Achse 1-7? Weil das muss eine besondere Bedeutung haben. Wir sehen nämlich, dass das erste Haus, ich nehme ausnahmsweise den Saturn für das erste Haus, weil er am Aszendenten steht, auch wenn er hier klar erkennbar noch im 12. Haus steht. Das heißt, wir haben für das erste Haus geltend zwei Planeten und für das 7. Haus drei Planeten. Dann kommt noch die Mondknotenachse dazu, die in relativer Nähe zu Mars ist. Und ich glaube, das sind keine 2 Grad. Mond 25,39, Mars 23,36. Na gut, es sind 2 Grad. 2 Grad und 3 Minuten, aber gut geschätzt. Ja? Also das bedeutet, wir haben hier das Schwergewicht dieses Horoskopes auf der Achse 1,7 liegen. Und liegen und lügen sind nicht nur phonetisch sehr ähnlich, sondern sind auch in diesem Horoskop miteinander verwandt. Zunächst einmal haben wir hier den Merkur in der Jungfrau im 7. Haus. Das heißt, hier bringt er uns viel Wahrheit für viele Informationen in das Haus Nummer 7. Also das heißt, internationale Handelsverträge, Handelspartner, aber auch Feinde, auch militärische Auseinandersetzungen werden hier sehr intensiv durchleuchtet. Merkur in der Jungfrau ist bekannt für seine großartige analytische Kraft. Und obendrein steht der Merkur, natürlich wie Neptun auch, auf 25, 54 Grad, bereits auf Wassermanngraden. Das heißt, er steht auch noch erhöht. Das bedeutet, hier haben wir noch Zugang zu stärkeren, zu ungewöhnlichen Informationen. Und dann auf einmal die Opposition zu Neptun. Und das macht natürlich die Sache jetzt ein bisschen komplizierter. Neptun als Herrscherin des ersten Hauses steht für unsere Heimatländer. Gut. Und Neptun als Herrscherin von 1 in 1 bringt uns jetzt im positivsten Sinne eine wunderbare spirituelle Entwicklung, die ich für, nicht viele Prozentpunkte der Bevölkerung gelten lassen würde. Überragend, zu über 90% würde ich diesen Neptun beurteilen als Ratlosigkeit, Vernebelung, Planlosigkeit, Orientierungslosigkeit. Natürlich, die hohe spirituelle Energie müssen wir im Auge behalten, aber von den Gesetzen der Wahrscheinlichkeit her wird sie halt nicht der tonangebende Faktor sein. Das bedeutet auf Merkur bezogen, ja, es kann natürlich auch sozusagen diese hohe, vergeistigte Kraft sein, mit der man große Einblicke in spirituelle Zusammenhänge hat. Natürlich, ja, kann das bedeuten. Und dass man hier eine starke Intuition entwickelt, dass man hier regelrecht übersinnliche Kräfte entwickelt. Die wahrscheinlichere Variante ist allerdings, dass wir es hier mit Lüge, mit Betrug, mit Manipulation zu tun haben. Das ist das Problem. Weil die Verbindung von Merkur und Neptun steht immer für eine Eintrübung, für eine Vernebelung des Denkens, aber auch zum Beispiel für Gutgläubigkeit kann auch stehen dafür, dass man die Gedanken zu idealistisch, ja, also das heißt, dass man vielleicht zu verträumt oder sagen wir es andersrum, dass man den Blick für die Realität ein wenig verliert. Wer ist der Merkur? Merkur ist Herrscher des 7. Hauses, Spitze 7 in der Jungfrau, ist aber auch gleichzeitig Herrscher des 3. Hauses und des 4. Hauses. Und beim 4. Haus sehen wir schon die Skorpion gerade. Spitze 4. Haus steht auf 1924, Weimarer Republik. Wir können uns noch an das Notgeld erinnern. Sehr, sehr interessante Koinzidenz. Das bedeutet, der Merkur steht in erster Linie mal hier, Spitze 3. Haus, für Wirtschaft, Handel und Industrie. Ganz knapp, ganz, ganz knapp. 10 Minuten. Ist aber bereits in den Zwillingen, die von Merkur beherrscht werden. Das heißt, hier befindet sich Wirtschaft, Handel und Industrie in den Händen von Handelspartnern. Logisch. Ja. Ein Land, welches auf Export
getrimmt ist, orientiert ist, welches sozusagen sehr viele Ersatzteile, Rohstoffe aus anderen Ländern braucht. Ganz logische Aussage, Herrscher von 3 und 7 zeigt uns die große Abhängigkeit von Handelspartnern. Wir sehen aber gleichzeitig hier den Auflösungseffekt über die Opposition zu Neptun. Jetzt kannst du sagen, naja, man wird hier Kompromisse bilden müssen. Nur, Neptun bedeutet auch, ja, auch Takatukaland. Das heißt, wir haben es hier mit Gedankengut, mit Ideen zu tun, welche man, wenn ich es jetzt sehr zensurgerecht formulieren darf, originell bezeichnen würde. Also wir haben hier ein originelles Denken. Ich muss jetzt aufpassen, du weißt, ab 1. Oktober ticken die Uhren anders. Ja, ich weiß, es ist schon... Was soll ich noch sagen? Ich wäre vielleicht, wenn wir gemeinsam eine Art Kurs über Hellsichtigkeit machen, ich deute dann nur hier drauf und du erahnst, was das Ganze bedeutet. Also das heißt, wir haben hier Merkur, der klare Verstand, die Vernunft, die Logik, ja, drittes Haus, nicht nur die Wirtschaft, Industrie, handeln logisch in Zusammenarbeit mit Handelspartnern. Auch die Bevölkerung ist sozusagen bei klarem Verstand. Aber hier im ganzen Land herrscht Neptun. Neptun, positiv gesagt, steht für Idealismus, für Wunschdenken, für Träume. Und wie wir es auch in der Mondanastrologie wissen, steht Neptun natürlich auch für den Sozialismus bzw. Kommunismus, wo man eben gesagt hat, dass gewisse, muss ja auch wieder aufpassen, was ich sage, dass gewisse Gedankenkonstruktionen sozusagen immer wieder überprüft werden, ob sie jedes Mal zwingend in der Realität scheitern müssen. Bis dato war es leider so. Ich würde sagen, machen wir noch einen schnellen zweiten Teil. Ende.